Hallo und willkommen zu einem kleinen Video. Diesmal tatsächlich mit Inhalt. Nicht wieder Updates wie in Videos. Bin zwar immer noch in Abi-Vorbereitung, aber ja, das kurze Video wollte ich nochmal rausbringen. Denn, ach, Entschuldigung, falls die Soundqualität und Videoqualität und generell alles irgendwie blöd ist, denn ich nehme gerade wieder den Laptop auf, weil mein PC kaputt ist und bla, werde ich auch alles erzählen, wenn ich vernünftig aufnehme. Jedenfalls, ich wollte halt irgendwie dieses Video rausbringen, weil nämlich alle eine ziemlich wichtige Funktion in 1.9.2 übersehen haben, was ja jetzt letztens rausgekommen ist. Nämlich folgendes: Enderperlen in Dispenser. Also, ihr kennt ja nochmal Enderperlen, kann man jetzt auch in Creative Mode werfen. Und nun funktionieren die halt auch in Dispenser. Das Coole ist, dass ich halt dafür das Redstone hier, also ich mache mal den Hebel so. Ja, es sieht ein bisschen so aus, als würde es nach unten fliegen. Das ist noch ein kleiner Bug, aber der wird bestimmt bald behoben. Das Coole ist, dass halt sich das Redstone, wenn ich jetzt zum Beispiel das hier aktiviere, dann merken sich alle Redstone-Komponenten, wer zuletzt da quasi dran war und das modifiziert hat. Sodass man also in diesem Fall auch ich teleportiert werde. So. Wenn ich jetzt also mal so, damit es hier funktioniert. Das Coole ist daran, dass ich halt, ich habe hier so ein, was ist das, Insta-Wire oder so aufgebaut, dass ich halt sehr schnell Informationen übertragen kann. Das Coole ist halt, dass ich halt einfach sowas aufbauen kann und dann kann ich mich in Windeseile irgendwo anders hin teleportieren. Zack. Oh, ich bugge im Boden fest. Was? So. Okay, ignoriert das. Hier habe ich halt auch so eine Station mit den ganzen Enderperlen drin. Ja, und da war hat sich gerade eben dieses Kabel da, was ich da aufgebaut habe, eingezogen und deshalb bin ich hier teleportiert. Ich habe einen Befehl zurück. So. Und halt auch in andere Richtungen, wenn jetzt mal wegen Z-Block Dispenser 0. Dann geht's nach unten, das kann ich auch gerne mal zeigen. Na, es leckt. Was? Ach so. Es leckt nicht nur, sondern ich muss es auch noch wieder befüllen. Zack. Schupp. Und ja, nicht mal der Kreativflug wird da unterbrochen. Und dann kann ich nochmal das mit der 1 machen. In welche Richtung geht das? Ich glaube nach oben. 2, das geht so zu der Seite da. Das ist auch gut. Ich auch mal testen. Alles da schön rein. Ja, so kann man sich halt an verschiedenen Orten in der Welt halt so Stationen aufbauen, zu denen man sich dann teleportieren lassen kann. Es gab das, glaube ich, vorher schon mal mit so, mit verschiedenen Mechanismen, die Enderperlen dann halt zwischen zwei Blöcken immer wieder hin und her geschoben haben, um sie dann halt auch auf irgendeine Weise zu speichern, wenn man das so sagen kann, aber jetzt viel einfacher. Braucht man auch keine Bugs mehr für, das ist ja auch immer eine gute Sache, kann man wieder ein paar Bugs fixen, wie zum Beispiel, dass meine Cards gerade kaum in der Lage sind, Entities aufzuheben, egal. Bevor ich darüber weiter quassel, würde ich sagen, beende ich schon dieses kurze Video, hoffe, es hat euch gefallen und viel Spaß mit Enderperlen in Dispensern, das fehlte noch, da wurde die Aufnahme abgebrochen, warum auch immer, okay, tschüss.